Und hier ist er wieder, der Chris, am Montagabend nach einem miesen Tag. Irgendwie heute mal kurz nach Darmstadt gefahren, Hautarzt, kurz was machen angeblich. Und dann heißt es hier einmal ausziehen und auf den OP-Tisch und mir wehtun lassen. Also wir können dort eine kurze Sendung machen, dann machen wir es über Zeiterfassung, Rechtssituation und Umsetzung. Oder wir machen eine lange, ausführliche Sendung über meinen Gesundheitszustand. Das könnt ihr euch aussuchen. Na, Gejammer ist groß. Alle Kondolenzbesuche haben wir hier. Nämlich den Markus Hess, den Z-Frank, den Markus, das Torakel, wir lieben ihn. Den Maseradede, den Udo, den Matthias Richter, den Erik, den Jens, den Christian Müller, den lieben wir alle. Den Matthias Wunderle, den Sebastian Harms, den Maltolino, den Dr. Animum, den Stefan Eschko-Kratin, Grazian. Nein, wir haben mehr. Den Yannick, den Dennis Billmeier, den können wir, kriegen wir alles. Wenn der auf der zuschaut, kriege ich schon Sachen hin. Und den Dr. Nimm, den Manfred und den Tim Dülken. Und dann sind wir schon mal hier ein paar Leute. So, jada, jada. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich die Woche überlebe, gibt es eine gewisse Chance, dass wir eine Veranstaltung nächste Woche haben. Also erstmal bin ich froh, dass wir das alle gemerkt haben, dass wir die Party verschoben haben wegen der ganzen Corona-Scheiße und Co. Dass hier keiner am Samstag auf der Matte stand. Einer wäre fast gekommen auf die Party, das wäre nämlich der Azubi, der war ewig nicht da, weil er 8 krank war und Urlaub hatte. Ja, auch gut, hat es nicht mitgekriegt, das war lustig. Dann haben wir hier Event. Das gibt's nur, also wir haben es die ganze Zeit alle halbe Jahr, ob wir das alle halbe Jahr hinkriegen und vollkriegen, wenn wir sehen, dazu müssen wir auch noch ein bisschen die Zielgruppe erweitern. Deswegen, wenn ihr, Thema Zeiterfassung, wenn ihr diese Daten, die ihr da fast noch behalten wollt, dann macht ihr vielleicht mal ganz schleunigst, also wenn ihr ZFS im Einsatz habt, ZFS in irgendeiner Form, also selbst wenn ihr Hyper-V habt oder wenn ihr hier mit VMware noch zugange seid, Teile davon passen. Das ist der Workshop Replikation und Backups Trojaner sicher. Das kann man auch für VMware und für Hyper-V adaptieren, nicht im vollen Umfang, aber in einem großen Umfang davon, so dass ihr nicht eure Daten verliert, wenn ihr erpresst werdet. Das ist cool. Ja, das ist richtig sinnvoll. So, und das ist nächste Woche am Dienstag und am Donnerstag, jeweils 4 Stunden. Das kostet 300 Euro für Firmenkunden. Wir hatten Anfragen gehabt für behinderte Schüler. Entschuldige bitte. Ich hoffe, ich habe sie schon alle beantwortet. Wenn nicht, kann ich jetzt schon mal Ja sagen an der Stelle. Wir erklären hier Snapshotting. Ja, was hat es damit auf sich? Wie plant man, skaliert das vom Platz her? Wie nutzt man die Skripte, um das Ganze durch die Gegend zu jagen? Wie macht man trojanersicheres Pull-Backup? Wie macht man einen Zamba-File-Server? Ja, auch den oder ein Trunas würde hier genauso gut tun. Yannick schreibt, mein UCS Samba 5 tut nicht. Ja. Herzlichen Glückwunsch, dafür gibt es ja einen Support. Ultimate Backup Server mit Your Backup. Wir gucken jetzt auch nochmal nach dem anderen, nach einer Alternative. Your Backup ist okay. Nicht geil. Also irgendwie ist es geil, aber irgendwie auch nicht. Das erklären wir hier alles. Könnte aber auch jede andere Backup-Software sein, die du hast. Monitoring ohne Fehlerquote für ZFS, wenn du das Ganze außer Haus schaffst. Und damit, also jeder, der, das ist so simpel, dass jeder, der diesen Kurs macht, den umsetzen kann und auch versteht, dass es eigentlich ausgeschlossen ist, dass du deine Daten hinter verlierst. Ja? Und deswegen geh dahin, buch den scheiß Kurs auf Cloud ist böse, sei dabei. Noch besser, wenn du es beim letzten Mal hier alles verstanden hast oder schon wieder vergessen hast, keine Zeit hattest, hey, kein Problem, du bist wieder umsonst dabei. Melde dich bei mir, ich schreibe dich mit ein. Und dann haben wir eine gute Zeit und vor allem am nächsten Trojaner Anfall, und das ist echt so im Moment so einmal im Monat, kann man sagen, dass da irgendwo einer aus der Ecke kommt. Echt kein Spaß. Ne? Und dann guckst du halt, ja, Trojaner, okay, wer verschlüsselt hier gerade, der und der. Dann ist immer dann gleich, okay, wir halten es an, wir gucken, wie lange hat das verschlüsselt, okay, wir rollen zurück, wir tun den, der verschlüsselt, abschalten, machen Klone. Und dann gehen wir die Klone komplett durch, also falls die Verschlüsselung durch eine virtuelle Maschine kam, analysieren wir alles aus dem Klon mit Desinfekt, warten nochmal eine Woche, zwei, wiederholen das Ganze nochmal, damit wir keine Ding drunter haben, keine Kompromittierung haben. Im Endeffekt können wir gerade bei verdächtigen Systemen Gateway rausnehmen, dafür Routen setzen, Proxys benutzen, dass er keine Daten abwandert. Und bis jetzt war es eigentlich immer super gewesen und ist in minimaler Zeit abgewickelt. So. Sehr schön. So viel. André ist auch noch da, der war vorhin auch hier. Liebe Grüße. Und wir
haben irgendwie, ging es da, also ich habe, weiß gar nicht, wer die Sau durchs Dorf getrieben hat am Ende des Tages. Wir gucken jetzt mal hier. Zeiterfassung, Pflicht. So, okay, also irgendwie ging das durch die Runde hier. EuGH-Urteil jetzt umsetzen, rechtskonforme Zeiterfassung. Zeiterfassung, verdammt nochmal. Alle Informationen hier und so weiter. Da ist, um schon mal abzukürzen, da ist das letzte Wort und hier gesprochen. Wir haben ja mal was rausgesucht zum Thema. Nach der eben veröffentlichten Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts, der erste Senat weit darüber hinaus gegangen hat, entgegen der ganz herrschenden Meinung eine Pflicht zur systematischen Arbeitszeiterfassung in Euro par rechtskonforme Auslegung des Arbeitsschutzgesetzes, nicht des Arbeitszeitgesetzes, und das ist ein Riesenunterschied, angenommen. So, ach guck mal, der Christian Achenbach, liebe Grüße. Der Arbeitgeber sei nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet. Arbeitsschutzgesetz, ne? Ein System einzuführen, mit dem die Arbeitnehmerklasse Arbeitszeit erfasst werden kann. Da es ohnehin eine gesetzliche Pflicht gäbe, könnte der Betriebsrat die Einführung eines Systems der elektronischen Arbeitszeiterfassung im Betrieb nicht mithilfe der Einigungsstelle erzwingen. So, das ist ein völlig unerwarteter Ansatz. An § 3 Arbeitsschutzgesetz hat bislang bei diesem Thema außerhalb von Erfurt niemand gedacht. Die Norm lautet wie folgt. Grundpflichten des Arbeitgebers laut Auszugsweise. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten der Arbeit zu beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls Änderungen an den Gegebenheiten anzupassen. So. Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten erstens für eine geeignete Organisation sorgen, erforderliche Mittel bereitzustellen. Laut Handelsblatt wird dann neue Präsidentin blablabla. Also ich kürze es jetzt mal ab, das geht jetzt hier weiter. Ich kann das mal hier in die Shownotes da reinpassen. Kurzum, es wird notwendig sein, Arbeitszeit zu erfassen, was ist sehr kontraproduktiv, diesen ganzen toleranten Homeoffice-Lösungen. Ich habe auch einen Mitarbeiter früher auch Überstunden abgerechnet und Blödsinn, heute kriegt er eine Provision und eine Eigenverantwortung. Ich möchte das selber gar nicht, vertraue meinem Mitarbeiter. Nicht jeder vertraut jedem Mitarbeiter, aber meinem Mitarbeiter vertraue ich. Geht dann nicht mehr. Und die Sache ist die, dadurch, dass das jetzt im Arbeitsschutzgesetz ist und nicht im Arbeitszeitgesetz, ist das eine ganz andere Haftungs- und Strafgeschichte von der Umsetzung her, wenn es im Arbeitszeitgesetz ist. Also das heißt, da wird auf jeden Fall noch nachgebessert werden müssen, vermutlich. Und ja, also das kann man hier alles nachlesen. Die schreiben ja auch hier, aus unserer Sicht überschreitet das BAG, ich weiß gar nicht, wer das mehr war von der Quelle her, das verlinke ich nochmal. Die Grenzen der methodisch vertretbaren Gesetzauslegung, das speziellere deutsche Arbeitszeitengesetz zieht nur eine Pflicht zur Erfassung von Überstunden und gerade kleine systematische Arbeitszeiterfassung und keine systematische Arbeitszeiterfassungspflicht vor. Dies war eine bewusste Entscheidung des deutschen Gesetzgebers. Selbst die grundlegende Stechuhr CC-0-Entscheidung EuGH aus 2019 lässt dem deutschen Gesetzgeber einen Umsetzungsspielraum. Der entsprechende Umsetzung der Entscheidung ist bisher in Deutschland nicht erfolgt. Also sind wir ja gerade dabei. Der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, Gott hab so selig, sieht im Gegenteil sogar ausdrücklich vor, dass ein etwaiger Anpassungsbedarf im Arbeitszeitgesetz aufgrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs durch die Gesetzgebung geprüft wird. Also es geht jetzt hier die ganze Zeit hin und her. Kommt das jetzt ins Arbeitsschutzgesetz, wenn man das wieder falsch sagt hier, geht das jetzt ins Arbeitsschutzgesetz, genau, oder ins Arbeitszeitengesetz rein. So, was, wie, wo ist noch nicht ganz klar, ist auch noch eine Pflicht. Und wir wollen jetzt aber nicht hergehen und irgendwie die, ja, hier wird gerade, hätte auch deine Frau vortragen lassen können. Ja, die hat aber keinen Bock. Das hätte auch deine Frau vortragen können, mal ganz nebenbei, fällt mir gerade ein. Ja, da hast du auch keinen Bock. Ne? Also da wird was passieren, da wird was kommen. Und damit wir nicht hier aus Panik irgendwo an hier Markt und Technik, Commodore 128 Zeiterfassung, Faktomat, Data Becker irgendwie zugreifen müssen, gucken wir mal, was hier geht. Und haben jetzt hier den ersten Vorschlag. Es gibt auch schon einen zweiten Vorschlag. Key Mai, mit dem hat er schon mal Kontakt gehabt. So sieht das aus. So, Key Mai. Ach, Stimme ist völlig im Arsch, Leute. Hey, es ist eine Katastrophe. Aber Post-Covid ist schon ein bisschen besser geworden. Aber man ist halt echt abends so. Bah. Also man will
also ganz ehrlich, man geht abends ins Bett, will sich unter die Decke über den Kopf ziehen, steht morgens auch, will die Decke auf dem Kopf nicht wegtun. Das ist echt scheiße. Naja. Gut. Also. KeyMy kostenlose Zeiterfassung. Also keymy.org.de. Ist auch, soweit ich weiß, auch, ja, die hat auch keinen Bock, schreibt der Christian. Ich hatte mit dem mal geschrieben, weil ich irgendwas wissen wollte und das ging damals nicht. Und dann habe ich das bleiben lassen, habe dann auf die Zeiterfassung, da ging es jetzt um Reinigungskraft und Zeug. Und da hatte da mit einem netten Kollegen geschrieben, ich finde es gerade nicht auf dem Handy. Also liebe Grüße an den Programmierer oder ans Programmiererteam, hier sehr willkommen natürlich. So, und was haben wir hier? Ich habe es mir jetzt gerade gar nicht angeguckt. Also wir haben heute, liebe Grüße, Likes, ein First Look. Wir werden da gar nicht lang machen, wir gucken es an. Wir haben das Produkt, was kann das? Können wir mal schauen. Das könnt ihr euch auch selber anschauen, ob das für euch, Heiko Wüst, liebe Grüße, könnt ihr euch auch selber angucken, ob das für euch taugt. Sondern wir gucken es jetzt mal ganz einfach an. Was haben wir da? Was müssen wir tun, wenn wir das kostenlos benutzen wollen? Und so weiter. Also grundsätzlich gibt es aber auch nochmal der Hinweis, gibt es auch als Software as a Service. Da kümmern die sich um alles. Ne? Kostet der Tarif für 5 Benutzer. Interessant. Also 5 Benutzer müsst ihr schon mal gar nichts machen. Oder man kann sich das runterladen. So, womit haben wir es da zu tun? Über KeyMy ist hier Open Source Zeiterfassung. Das heißt, man kann in den Code reingucken. Also wenn denn jemand die Funktionsweise anzweifelt, das ist ja auch wie bei ZFS und bei Mail-Archivlösungen, die Open Source sind. Dass dann die Frage ist, wenn es um die Revisionssicherheit, Manipulationssicherheit geht, im Endeffekt, wer ist denn jetzt hier zuständig, muss da was nachweisen, wenn es einen Konflikt gibt. Ein Open Source ist offen, das heißt, also man kann also gucken, was das Ding im Endeffekt tut. Ne? Erfassung von Arbeitszeiten, unbegrenzte Anzahl von Benutzern, Teams, PHP-Server, Webserver, responsives Design, yada yada. Sie haben erwähnt, dass Sie Rechnungen aus den Stundenzetteln im Browser stellen können. KeyMy verfügt über anpassbare Rechnungsvorlagen. KeyMy kann man erweitern. Also wir machen das jetzt mal so ein Tasting. Ja, Kevin Papst, genau, der war das gewesen. Liebe Grüße. Und hier noch die Geschichte dazu. So, wenn man sich das Ganze mal anguckt, die Demo erspare ich mir jetzt gerade mal. Wir sind hier so die Technikfraktion. Wir wollen das mal ein paar Tage ausprobieren. Ja, was kann das Ding? Mobil einsetzbar. Es gibt jede Menge Plugins. Es kann mehrere Benutzer, es kann mehrere Sprachen, es kann Teams, es kann Kunden, es kann Projekte, es kann Tätigkeiten, Rechnung, Datenexport, Ausgaben, Single Sign-On, hat eine JSON-API, hat ganz wichtig ein LDAP. Ne? Also das heißt, also ich muss meine User nicht doppelt pflegen. Es gibt eine Docker-Variante davon. Hey, Docker! Yes, Docker for the win! Voll gut! Nicht. Also Docker ja, grundsätzlich gut für ein paar Tausend, aber nicht für so ein Ding, finde ich gut. Genau, es gibt Migrationswege, es gibt Anzahl laufender Einträge. Warum ist das eigentlich hier auf Englisch und auf Deutsch? Gut. Es kann AMP im Format, brauchen wir nicht. Dauer statt Zeiten, also klar, 8 bis 18 Uhr sind 8 Stunden, Pause ab 10, Stechuhr. If you want your users to lock timesheet records, switch into the time clock mode, which only allows punch in, punch out, also einfache Benutzung, Stundensatzberechnung, Suche nach Zeiten, Archivierung, also da ist wirklich Benutzerregistrierung, Self-Registration, Passwort vergessen und natürlich auch gepflegt von dem Ganzen. Was mir dann aufgefallen ist, das ist ja erstmal kostenlos, aber, und das finde ich gut, wenn du das dann intensiver benutzt, dann kannst du da Plugins kaufen, die du vielleicht brauchst und dann kannst du im Endeffekt auch hier Sachen kaufen und das ist wohl alles absolut hier so von 50 bis 200 Euro. Ich würde jetzt mal sagen, einmalig vermute ich jetzt mal auf den ersten Blick, also eine Aufgabenplanung hier oder hier Kioskmodus mit Barcode und RFID-Unterstützung, Time-Tracking mit RFID-Scanner, okay, interessant, also da gibt es irgendwas und es gibt auch hier wohl mobile Integration für Android und iOS für kleines Geld, wobei ich vermute mal, dass das dann eher pro User ist. Eine Frage, wie mir das seinem Mitarbeiter dann gibt, dann muss der das dann kaufen in seinem Store und du musst es dem dann geben und so weiter. Also auch nicht ganz so einfach. Und dann gibt es auch jede Menge freie Plugins, Berichtsheft für Azubis kostet was und Custom CSS kostet wieder nichts, Easy Backup kostet nichts, das ist immer gut. Und Fail to Ban kostet nichts. Also man kann das, da ist, also wir werden heute dem Ding nicht gerecht werden, wir machen heute mal so eine Spaßinstallation.
So, dann haben wir einen Download. Jetzt gucken wir mal, was da gibt. Also, was hätten wir denn da? Wir haben also hier PHP 7.3 oder höher, diverse Erweiterungen, MBString, GD, International, PDO, XML, ZIP, geht, eine Datenbank und einen Webserver, Apache oder Nginx mit Mod Rewrite, freie Subdomain, moderner Browser. So. Also da muss ich jetzt mal klipp und klar sagen, das stinkt nach UCS oder nach Dings da hier, ISP-Config. Und da würde ich doch mal sagen, wir legen mal ein, oh Gott, warte mal, robot.yourserver.de. Jetzt die gute Frage, ob ich da reinkomme. Das wird jetzt lustig. So, warte mal. Ich muss gerade mal kurz gucken, ob ich da einen DNS-Namen hinkriege. Wobei, wir brauchen, ja doch, fürs Zertifikat brauchen wir einen DNS-Namen. Das hätte ich mal vorbereiten können. Ich habe da mal nichts vorbereitet, liebe Leute. Na? So, Patrick in die Runde. Jetzt muss ich mal ganz kurz, warte mal, ich glaube, Passwortmanager habe ich hier im Safari drin. Müsste ich eigentlich haben. Und zwei Faktor haben wir natürlich da auch noch bei DNS. Ah, ganz große Freude. Okay, ich glaube, das muss ich mal kurz mich mal entschuldigen. So, wir machen jetzt mal einfach mal 10 Minuten Pause und Passworte raus. Pass. Heißt es Passworte, Passwörter oder Passworten? Passwörter. Passworte oder Passwörter? So, Hetzner. Hetzner. So, Hetzner, Sysops hier. Den ganzen Kunden noch drin natürlich. Okay, Kennworte schon mal klar. Nummer 1. Warum bootet mein iPad gerade neu? Und warum läuft hier Musik? Und warum liegt hier Strom? So, dann brauchen wir noch den hier einmal Passwort. Ne? So, brauchen wir noch Google Authenticator. Hetzner. So, aha. Ja, okay, sind eingeloggt. Hier sind wir zu Hause. Ab hier wird's öffentlich. Ist kalt, war Schnupfen? Nee, ich habe immer noch Post-Covid und ja, tatsächlich immer noch kalt, aber wir kriegen morgen schweineviel teures Holz und wir kriegen einen Kamin angeschlossen. Also, wir werden es des Sysops werden, dank Workshop-Teilnehmern und Kunden und diversen Hilfen vom Staat, wird es Sysops warm haben den Winter. Das ist doch mal was. So, nö, ich bin immer noch Post-Covid. Regt mich ja schon gar nicht mehr auf. Gut, wir legen jetzt hier also einen neuen Host-Record an. Den nennen wir jetzt einfach mal KeyMy. Wahrscheinlich gibt es den schon. Und haben einen neuen Host-Record. So, das musst du bei deinem Provider machen, das Erste. So, dann brauchst du halt sowas wie media.sysops.tv. ISP-Config, das ist gar nicht so kompliziert. Also, du kannst das mit unserem Linux-Container machen. Oder du kannst das mit, ach scheiße, Kennwort, okay, jetzt wird es auch wieder lustig. Gibt da so ein diverses Konzept mit unseren Passworten. Und wenn du das nicht im Kopf hast, ach scheiße, das ist wirklich, aber ich habe mir halt wirklich geschworen, kein Joplin mehr hier und kein Zeug, weil du hast immer die Gefahr, dass dir in so einer Live-Sendung User-Daten rausrutschen oder irgendwelche Passworte rausrutschen, dann habe ich da richtig Spaß hinterher. Das muss ja auch nicht sein. So, das wäre dann der Admin-User, ist der Standard-User. Und dann haben wir irgendwo das scheiß Passwort. Das wäre ja zu einfach, wenn ich das jetzt einfach mal finden würde. Ne? Media.sysops. So, Sysops TV. Irgendeinen. Gibt es einen Christian-User? Bestimmt Start 1, 2, 3. Ja, leck mich am Arsch. Jetzt muss ich wirklich mal kurz hier raten. Sekunde. Das könnte es noch sein. Ja, okay, ich hab's. Alles klar. Kennwort ist da. Und jetzt hast du hier verschiedene Domains. Die sind ohnehin alle öffentlich, also hier ist nichts geheim. Und man würde jetzt hier sagen, mach eine neue Website. Ja, da ein bisschen Wackelkontakt hier, der Kamerad.
Du hast Kimein geschrieben. Okay, vielen Dank. Dann wenn wir da nochmal Kimai. Ja, hat die Autokorrektur gemacht. Vielen Dank, lieber Erik an der Stelle. So, okay, zweiten angelegt. So, dieser ISP-Config läuft aktuell, das war ein Stimme, furchtbar, Moment. Dieser ISP-Config läuft noch über meine Sophos, die ich jetzt bald fast abgelegt habe. Das heißt, diese IP-Adresse bekommt bald meine OPN-Sense, dann gibt es zwei NAT-Regeln, ist gut, und das ist Port 80443 und als Mail-Server fungiert er auch noch, also Port 25465993 und so weiter. Admins, SysOps wissen das, wie das geht. So, und jetzt legen wir neue an. Also ich habe hier meinen Kunden, kimai.sysops.de, da hätten wir das gerne hin. Dazu müssen wir natürlich mal gucken, dass DNS-seitig das Ganze mittlerweile passt. Also wir wollen ja nicht hier uns da verfranzen. Wir prüfen das. Ja, IP-Adresse stimmt. Wir haben so zwei Kategorien von Webseiten, die unwichtigen, die liegen hier mit dem freien Arsch mit einem sehr gut konfigurierten ISP-Config draußen und die ganz harten Dinge hängen hinter dem Reverse-Proxy. Also wir haben eine schöne Mischung. So, wir hätten ganz gerne, das ist ein Subdomain. Hier ist es wichtig, dass du sagst, keine Auto-Subdomain. Sonst würde er, bräuchte er noch einen DNS-Antrag für www.kimai.sysops.de. Haben wir nie angelegt. So. Wir hätten ganz gerne SSL, Let's Encrypt und PHP hätten wir ganz gerne über PHP FPM als Hintergrunddienst in der Default-Version. So, mal gucken, ob das hinhaut. So. Was der jetzt tut, im Endeffekt, der hat jetzt hier zwei Jobs, Seite anlegen und hier die Ding anlegen. Jetzt kann man natürlich sich hier FTP-User noch anlegen, alles drum und dran und kann das hochladen. Ich mache das jetzt ein bisschen auf die unkonventionelle Weise, die hier ein bisschen schneller geht und mache das jetzt mal hier über die, das müsste der hier sein, oder? Genau. CD, var, www. Jetzt müsst ihr hier gleich, wenn wir die ganzen Seiten da drauf sind, kein Geheimnis. Kim, das müsste jetzt gleich passieren. In dem Moment, wo der das rote Badge da oben weg hat. Also ich nehme an, der macht da alle Minute hier mal das Zeug. So. Schauen wir mal. Er hat hier ist nichts Geheimnis und Seiten, die sind alle mit Google zu finden soweit. Das sollte kein Problem sein. Also wenn ich da bei irgendeiner der Seiten Bedenken hätte, dass da Passworte und Zwei-Faktor und Updates jetzt gerade nicht passen würden, dann wären die nicht online. So, jetzt kann ich hier kimai.sysops.de/web gehen. Und dort gibt es Dateien, die lösche ich gleich mal. Das FAF-Icon kann weg. Die Standard-Index kann weg. Gleich mal können wir gucken, ob die jetzt geht. HTTPS, kimai, erstmal, ja, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. .sysops.de, mal gucken, ob die geht. Ja, also das hat schon mal geklappt. Damit er bei HTTP umschaltet, sollte man allerdings. Hat er es jetzt umgeschaltet? Genau, hat er nicht gemacht. Kannst du hier bei SSL noch sagen, nee, nicht bei SSL, bei Redirect, da, dieser hier, Rewrite HTTP to HTTPS, dass wenn einer hier versehentlich über HTTP drauf geht, dass der dann gleich auf HTTPS umgeleitet wird. Gut, das greift gleich. Jetzt gehen wir mal nach Kimai gucken. Also Sie sagen, man soll das mit Git machen und Composer. Kannst du tun, ich mache das nicht. Ich würde es ganz selber pflegen und würde mir hier mal die Adresse des Links kopieren und lade mir das jetzt mal hier rein. So, die Standard-Index-HTML, die lösche ich jetzt mal weg. Und die Error-Dokumente Stats lasse ich da. Wget Download, unzip, umzip. Wir zippen es um. Until, genau. Und entpacken das Zeug. So, ich nehme da ganz gerne Midnight Commander, wenn er es mir in so einen Ordner packt, markiere alles und schiebe das einmal in den Hauptordner rüber. Das wäre erstmal der ganze Job. Was mir halt hier schon mal auffällt, es ist ein ZIP. Das heißt, alle ZIP ist doof, weil da hast du keine Berechtigung, also keine Linux-Berechtigung. Also von der Seite kann es sein, dass da hier Berechtigungen falsch sind. Mal gucken, was der Installer dann macht. Ist das erste, was mir auffällt. Das zweite, was mir auffällt, ist die Berechtigung. So, das sieht man hier. Eigentlich müsste die Berechtigung hier auf UserWeb 150 von Client 0 sein.
So, das heißt, ich muss auf jeden Fall mal hier Change Owner minus R Web 150 Doppelpunkt. Ich schreibe jetzt mal, ich könnte es auch so lassen, dann würde es lassen. Client 0 erstmal für alles hier ab dem Ordner damit, weil ich habe es als Root jetzt hier mit SSH gemacht, das ist falsch an der Stelle. Aha, dann hat er aber hier, wo kommt denn der Scheiß in Gottes Namen her? PHP CS Fixer Dist und so weiter. Das muss auch dabei gewesen sein. Okay, also dann machen wir nochmal Punktstern. So, jetzt ist alles auf der richtigen Berechtigung. Anleitung. Ah, where we go, we don't need a Anleitung. Also wir gucken mal, ob wir das jetzt hier mal aufrufen können, ob da was kommt. So, okay, hier mal einen Tab zwischen rein und schauen mal, wie das hier aussieht. KeyMy, keymy.sysops.de. Jetzt müsste der, okay, also hier funktioniert, also was jetzt schon mal funktioniert, ist der Rewrite auf jeden Fall. Also der hat schon mal funktioniert und ist jetzt gleich sagt verbitten. Das heißt, hier ist kein Index-Dokument. Was haben wir denn hier eigentlich zum Geier runtergeladen? Composer, Composer.json. Was ist denn das für ein Zeug? Das ist doch gar nicht, was ist denn das für ein Kram hier? Ist das hier, das ist die falsche Version, ne? Das ist die, Stefan Rode, liebe Grüße, das ist ein Docker, oder? Das ist ein Docker-Gedöns. Ja, die müssen eine Version ohne Docker haben. Habe ich Entwicklungsversion, Release, Info, All Releases. Wir gucken mal bei All Release, weil das ist scheiße, damit kann ich nichts anfangen. PHP 7.3 ist End of Life. Da können wir gleich mal gucken, was der für eine PHP-Version hier hat. Müsste aber mindestens 7.3 sein. 7.4 oder 8 müsste, glaube ich, auf dem laufen. Aber ich will das doch ohne Docker haben. Leute, macht mich nicht schwach. KeyMy, hä? Huh? So, ich fand es ja schon damals etwas tricky. Mal sehen, was Chris durchhält. Naja, wenn mir das jetzt auf den Sack geht, na, dann dübel ich das mal kurz in mein Nextcloud, ach Quatsch, in mein UCS rein. Ja, scheiße, das ist ja, oh, ich mag kein Docker, Leute, echt, ich mag es nie haben mit Docker. Das muss doch ohne gehen. Ich meine, der sagt doch, Composer install, Notef, was? Ich hab da gar keinen Composer drauf, ich habe nicht immer Docker auf der Kiste drauf. Ah, ich habe doch drauf. okay. Composer install minus minus no minus dev minus minus optimize autoloader minus n. Links neben dem Docker-Link. Composer ist nicht Docker. Composer ist nicht Docker. Was ist denn Composer im Gottes Namen? Was habe ich denn jetzt da wieder verpasst? Einen Tippfehler habe ich hier auch drin. Aha. Was ist denn Composer? Wofür brauche ich das? Warum kann ich dann nicht einfach LAMP machen? Ich entpack das Ding, mache eine Datenbank rein und, oh, sehe ich schon, ich muss meinen Webserver nachher zurückrollen, das habe ich getan. Package Symfony is abandoned, should using Symfony und so weiter, okay. Was habe ich hier gerade ausgeführt? Okay, wir gucken mal. Ist was für PHP? Composer gehört zu PHP, okay. Ich finde KeyMy seit 10 Jahren sehr zufrieden. Damals schreibt der Andreas, mit KeyMy 1 startet, auf KeyMy 2 aktualisiert, ist wie PHP, Composer gleich PHP Paketmanager, Dependency Manager für PHP. Okay, also ich bin, okay, ich kenne das nicht, also ich bin da noch nicht drauf gestoßen auf dieses Composer-Ding. Ich dachte eigentlich, das wäre, was haben wir denn hier? Was hat er denn jetzt hier gemacht? Public. Hat er das jetzt hier angelegt oder was? Build Bundles, ja, wie geht's denn hier weiter danach? find.-name.php. So. Cache, Production, Cache, 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 was der alles angelegt hat. Tests. Was macht denn der da? Genau, Composer brauchst du, wenn du es in PHP machen willst. Aber wo war denn die Anleitung dazu? Ah, wie schön man sich blamieren kann. Aber das macht ja Spaß dabei. Ne? Deswegen sind wir hier, damit sich der Christian mal schön, was passiert denn jetzt, wenn ich auf die Scheißseite gehe? Immer noch verbitten wahrscheinlich, also hier geht ja eh nichts, ne? Okay, ist eine Anleitung dabei. Read me, KeyMy,
Home, Blog, Documentation, klingt gut. Was brauchst du ja, haben wir? Recommended Setup with Git and Composer. Okay, ah, okay, das, da steht es ja auch. Da wird es geklont und Composer Install, das hat mir der Thorsten gerade noch gesagt. Ah, ich bin falschen User, mach doch ein Jitsi auf. Ja, kann ich machen, kein Problem. Brauchen wir da nicht außenrum. Es ist immer der letzte Weg. Ne? Also meet.sysops.de/, was hat man da gehabt? Torakel war es, ne? Torakel. Ich bin mal gespannt. Nee, Composer kenne ich, ich kenne es nicht. Ich kenne Composer nicht. Thorsten, hörst du mich? Ja, ich höre dich, hallo. Ja, ich bin ein wunderbares Setup-Up hier, ne? Es muss immer, am Ende muss es wieder torakelt werden. Ey, sag mal, was ist denn das hier mit diesem Composer? Das kenne ich überhaupt nicht. Wer hatte das gerade schon geschrieben? Das ist der PHP-Paketmanager, der installiert dir sämtliche Abhängigkeiten. Also ich lösche das jetzt nochmal, da spricht doch nichts. Kann ich das nochmal kurz löschen? Spricht nichts dagegen, oder? Das ganze Projekt oder wie meinst du das? Ja, den ganzen Ordner nochmal. Ja, kannst du ja nochmal. Das sollte ja kein Problem sein. Ne? Okay, also das Error-Dokument und so brauche ich jetzt gerade nicht. Also, die sagen ja in der Anleitung, damit ich das nicht, also ich muss dir mal ein Bildschirm freigeben. Ja, ne? Hier ist noch, Andreas Pinding hat hier noch geschrieben, sudo-uh. Ja, ja. User. Genau, ja, deswegen wollte ich es gerade löschen. Das ist jetzt natürlich speziell für deinen ISP-Config, wenn du mehrere. Ja. Genau, da wollte ich gerade was dazu sagen. Also ich habe jetzt mal hier, guck mal, du siehst jetzt mein Bild. Nehme ich mal an. 403. Ja. Okay, gut. Also, latest stable release. Ist das, hieß es nicht vorhin, das wäre irgendwie die Version 2? Ernsthaft? Kimai 2. Aber Version. Ah ja, Kimai 2, Version 1.24. Okay, alles klar, passt. Gut, nee, nur, dass wir da jetzt irgendeinen Scheiß sind. Also, Git-Klon zieht das Projekt. Erstmal. So. Genau. Dann kannst du hier in Ordner reingehen. Mal gucken, was das für ein Scheiß gibt. Dieses Composer, keine Ahnung, was es treibt. Aber, jetzt hat er ja gesagt hier, sudo-u, genau, und das war jetzt Web 150, das ist jetzt halt ein ISP-Config-Ding. Es gibt User und Kunden und quasi ich bin Kunde 0 und Web 150. Ne? Also wenn ich jetzt einen Kunden Zugang darauf gebe, dann ist der halt Client 5 und dann hat er halt 10 Webs oder sowas. Ne? So. Ja, obwohl, vielleicht musst du erst ein CHO machen. Weil er nie darf, ne? Genau. Joan, so, das haben wir vorbereitet. Also das gibt dem User 150 Client 0 jetzt Recht auf alles, was drin liegt, auch dem geklonten Zeug, genau. So, und jetzt installieren wir als User Web 150 dieses, was die gerne hätten, was auch immer das Ding tut. Und das ist mir, okay, er lädt, was ist das für Zeug? Was tue ich da gerade? Beeinflusst das den Rest von meinem System oder wie sieht das aus? Der wird wohl Symfony Framework runterladen und so weiter. Nee, der macht das in der Ordnerstruktur, installiert er die PHP-Module dann, ne? Okay, also der kommt nicht aus dem Ding raus. Ich soll das Torakel lauter machen, kein Problem. Warte mal, du bist hier auf. Nee, scheiße, das bin ich. Sag mal was. Was? Weiter? Okay. Ja. Passt. Gut, also das haben wir jetzt gemacht. So. Und jetzt will er die Database konfigurieren, so in der Env-File, also Stellen.env. Genau, .env müsste da sein eigentlich sogar. Ja, irgendwie nicht. Nur .env, ohne Stern. Ernsthaft? Das müsste in dem Verzeichnis direkt drin sein. Okay, alles klar. Gut, kenne ich auch nicht. Was ist denn das für ein Scheiß hier? So. Was ist nur Username, Passwort? Genau. Für die, ich deaktiviere das nachher eh wieder. Datenbank angelegt? Nee, das machen wir jetzt. Deswegen, ich will ja mal zeigen, ja, dass ja ISP-Config immer eine Reise wert ist, sage ich mal. Ne? Das immer wert sich mal mit dem Gedanken zu machen. Also du musst erstmal hier ein Database-User anlegen. Ich sage jetzt nur User, Client, suchst du eine Website. Ah, gut, der Client bin ich. Das ist dann 10.0. So, jetzt sage ich KeyMy. Da habe ich hier ein Passwort, das ist, kann ruhig gesehen werden. Das ist jetzt wirklich kein Problem an der Stelle, weil ich das Ding definitiv nachher wieder deaktiviere und lösche. So, also kein Problem. Jetzt legt man diesen User an. Jetzt hast du den gleich mal KeyMy. Jetzt musst du gucken, wie der heißt. Der heißt jetzt 10.0 KeyMy.
Jetzt machst du eine Datenbank. Da läuft es genauso im Prinzip. Ne? Es waren aber ja zwei User da. Ist das denn? Timai? Das kann sein, ja. Warte mal. Ich kann sein, dass ich das schon mal gemacht hatte. Ich gucke jetzt nochmal sicherheitshalber. Das ist eine gute Frage, was jetzt der aktuelle ist. Ne? Ja, eben, sonst lösche ich lieber nochmal beide. Okay, dir ein neues Passwort. Genau. Ja, ich kann dir dasselbe nochmal nehmen, ist ja kein Problem. Also ich habe das schon mal getestet, ist schon ewig her. Ne? So, Keymai. Wahrscheinlich war es der Keymai 2 gerade eben gewesen hier. Und dann sollte das eigentlich jetzt mit dem Kennwort hier so laufen. Also das ist erstmal die User-Anlage. Wenn die User-Anlage da ist, dann kannst du das die Datenbank anlegen, musst die Datenbank auf jeden Fall der Seite zuordnen und dann natürlich auch sagen, wie die heißt. Ich mache mir es da bequem. Und jetzt kann ich hier quasi den Keymai 10.0 Keymai-User hier zuweisen quasi, genau. So. Und während der hier am Verarbeiten ist, ne, können wir ja schon mal hier reingehen und können das jetzt quasi hier mal konfigurieren. Und sagen jetzt also hier 10.0 Keymai, das Passwort, Localhost und die Datenbank heißt, was sagst du, wie die Datenbank heißt? Keymai hast du die doch genannt. Ja, nee, da, wo es hin muss. Nee, die Datenbank selber hast du doch Keymai genannt. Nee, die heißt dann auch 10.0 Keymai. Das ist normal bei ISP-Config. Kriegt den Usernamen. Ja, ich habe schon geguckt. Guck, die ist hier bei den Databases, wenn du hier mal suchst, Keym 10.0 Keymai. Tatsächlich. Jetzt hat er aber hier wieder eine... Ja, guck, time.sysops.de hat ich mal probiert. Ne? Kann ich gleich rauslöschen hier. Zack. So, guck, 10.0 Keymai. Daher kam das nochmal. Gut, ja, also, das sollte dann also hier soweit korrekt sein. Gut, Mailer-Zeug, ich lasse das jetzt mal alles hier drin. Wir wollen ja nur mal kurz gucken, wie hoch ist die Hürde. Und die ist nicht gering, wie wir schon sehen, ne? Wie hoch ist die Hürde und warum hat er jetzt hier wieder mein Chat ausgeblendet? Warte mal. Schupp. Zack. So. So, also was sagt die Anleitung? Die Anleitung sagt, Datenbank anpassen. Die Anleitung finde ich aber immer noch überschaubar. Ja, nur wenn du schon mal Composer nicht kennst wie ich, ne? Ja. Was ist denn Bin-Konsole? Das Bin ist ein Tool. Unterverzeichnis. Bin, ja. Konsole ist ein Skript, was im Unterverzeichnis. Ja, genau. Halt. Was? Brech nochmal ab und mach sudo-u davor. Ach ja, natürlich. Okay. sudo-u und dann wieder hier Web 150. Oder mach sudo-i Web 100. Ja, hab's doch schon hier. Da passt. Ja, oder so. Ne? Also, ja, wenn klar. Du sudo-i machst. Dann machst du alles dann machst du eine neue Shell auf in dem Kontext von dem User, den du angibst. Kann das ist der auch nicht. Alter, da gibt es so viel, was man nicht kennt, wo du da keine Zeit hast dafür. Also wir machen den Install jetzt hier gerade. Das sind wir jetzt gerade, ne? Windows-Users, ja. Viel Erfolg, might have the prefix composer und so weiter. Also Windows sind wir nicht. Gucken, das war das, ich meine mit File-Permissions. Wie kommen die File-Permissions dahin, ne? Das müssen wir halt dann mit statt www-Data mit Web 150 machen, beziehungsweise ja, Client 0 in dem Fall, ne? Ja, das hängt natürlich vom System ab, ne? Was du sollte da hast. Aber eigentlich sollte eigentlich so passen, wie ich es gemacht habe. Können wir sehen wir ja gleich. Oder das CH-Mod. Das ach, und guck mal, das musst du ja alles, das musst du ja alles über User anlegen hier. Alles über diese, also so ein bisschen wie, ach guck mal, wunderbar. Das ist alles so ein bisschen mit Nextcloud, ne? Wo du dann hier das Zeug ausfährst und Create Username. So, können wir mal probieren. Also bis jetzt haben wir noch keinen Spaßvogel gehabt, der mir das Ding irgendwie kaputt gemacht hat, aber wenn es so sein soll, dann viel Spaß damit. Er generiert jetzt einen User. Aha, das geht nämlich. Das kennt ja, ich habe einen example.com, aber... Bitte? Das ist ja wurscht jetzt. Das ist ja eben. Gut, ich kann es auch nochmal abbrechen. Ich kann auch hier Christian eine Zusatzsehe machen, das ist ja auch wurscht. Der Mail-Server funktioniert eh nicht für die Passwortwiederherstellung. Okay. Einmal. Okay. Gut. Start 1, 2, 3. Wieso habe ich Username jetzt hier? Oh, jetzt heißt der Username. Nee, es ist nicht Start 1, 2, 3 tatsächlich. Christian. Ach so. E-Mail ist already in use. Das war ja so klar gewesen. Arschgeige. Okay. So. So, alles klar, ihr Lieben. Sehr gut.
So, jetzt die spannende Frage. Wo ist die Schale? Gut, LDAP und Co., das ist heute First Look. Wir wollen ja nur mal gucken, ob das Ding tut und ob man das pflegen kann. So, Webserver. Complete your time tracking. Wo zum Geier liegt die scheiß Seite jetzt in Kimai 2? Wo ist er denn? Das ist auch keine Bin-PHP-Dateien. Wo ist denn der Scheiß nur? Also wir gucken mal, vielleicht ist ja unter slash Kimai 2. Können wir alles anpassen dann. Kimai 2. Verbitten. Was ein Spaß. Gibt's okay. Da irgendwie einen Ordner Web oder sowas? Bestimmt. Ist da noch für Ordner drin? Bin, Config, Source. Ich habe keine Ahnung. PHP Fixer, Composer, JSON. Das hätten Sie mal in die Anleitung reinschreiben sollen, wo die scheiß Webseite eigentlich liegt, ne? Public gibt es einen Ordner. Public. Anscheinend. Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Tatsächlich. So, Publish. Das sieht, ja, da ist ein Index.php. Ja. Gut. Was wir jetzt machen können. Das heißt, nach Kimai 2 Public musst du das umleiten. Genau, das ist gut. Genau, ich bin ja immer ganz happy, wenn ich mal den ISP-Config zeigen kann. Jetzt gucken wir erstmal, ob da was kommt. Ja, das ist mir richtig. Man könnte jetzt hier natürlich hergehen und könnte jetzt hier sagen, bei den Websites der kimai.susops.de und dann kannst du hier Options, dann kannst du hier kannst du hier andere Werte ansetzen. Ne? Du kannst jetzt hier schon sagen, hier, da ist das Base-Dir. Hm? Oh ne, das sind verschiedene. Nee, das ist wie die Path-Variable wahrscheinlich, genau. Für PHP, ne? Genau, und dann gibt es hier die Apache Directives, dann gibt es hier DocRoot. Na, dann kannst du hier könntest jetzt hier an den Pfad angeben. Ich bin mir jetzt ja gerade nicht ganz sicher, ob der einen absoluten Pfad will oder ich glaube aber schon. So, das wäre jetzt hier auf dem Webserver an der Stelle. Na, ich gebe das jetzt mal hier ein. Und dann gucken wir mal. Gleich oder dahin? Ja, ich glaube nicht. Dahinter? Nee, das ist ganz komisch hier. Ich gucke jetzt aber gerade mal ISP-Config, damit wir ein bisschen Zeit sparen. DocRoot. So, for specific domain. Document root. Nee, es muss in Gänsefüßchen. Also ja, das ist dann aber auch wahrscheinlich in der Apache. Also nee, ich glaube, das geht so, ne? Blöd, wie es klingt. Das geht, glaube ich, wirklich so. Ich speichere es gerade mal. Das wird er mir schon sagen, ob das geht gleich. So. Safe. Dass wir einfach mal auf der DocRoot draufklicken können. Das war doch nur eine Variable irgendwie gewesen. Na, also wir werden es ja gleich vielleicht sehen. Vielleicht trägt er dir jetzt ja automatisch ein. Das war jetzt so mein Gedanke. Blöde ist halt nur, dass du halt bei ISP-Config, das ist das Einzige, dass der halt diese Abfrage. Aber ich sag mal, wenn es daran sollst du scheitern, da könntest du ja auch theoretisch sagen, alle 15 Sekunden oder sowas im Cronjob. Sollte jetzt ja auch nicht das Problem sein. So kann man ein bisschen mehr Zeit uns zu unterhalten. Und sonst so, lies mal, was Tim D. geschrieben hat. In public. Achso, ja, da hängt aber eine hinten dran ein bisschen heute, ne, mit dem Livestream. So minimal. Ja, am Wochenende hatten wir auch hier Flippermeisterschaften in Seligenstadt. Ich gehe da hin, sehe, dass sie streamen wollen und sage, das wird nichts. Ihr könnt mal einen Starlink haben. X Leute gucken mich dumm an. Was klingelt am nächsten Tag um 12 Uhr? Kannst du Starlink vorbeibringen? Weil natürlich nichts ging mit so einem Hybrid, weißt du? Hybrid-DSL-Router. Und natürlich ist klar, wenn dann 200 Leute kommen, 300 Leute in derselben Zelle kommen, dann ist halt mal rum. Hybrid hat doch noch nie richtig funktioniert. Das ist abgesehen davon, ja. Also er hat es verarbeitet. Also im Idealfall wäre das jetzt hier direkt unter kimai.susops.de verbitten. Ja, okay. Also gut, ich habe es verkackt. Ich kam, sah und verkackte. So, also Document Root. Es ist natürlich Open Source. Ihr wisst ja, irgendein Button fehlt immer oder irgendeine Erklärung. DocRoot, also das DocRoot grundsätzlich stimmt ja. Ist DocRoot vielleicht der Standard-DocRoot, der nee, normalerweise verwendet wird für den User? Ach so, DocRoot. Ja, dass du ihn als Variable einsetzt. Ja, DocRoot. Das heißt, du musst Document, eigentlich den Document-Root musst du überschreiben. Ich muss Document, ja, du hast natürlich recht, das ist die Variable von dem, was ich hinten geschrieben habe. Document Root, glaube ich, so war es. Und dann hier das Ganze in Gänsefüßen. Ja, genau. So kommt es so hin? Hast du einen Kopf oder gegoogelt?
Ja, ich glaube, das war. Ja, das war doch das, was du gerade offen hattest. Ja, ja. Das ist, wenn du es nicht weißt, wie es heißt, dann sagst du docroot/Kima/public. Das hätte ich hinschreiben können. Ja. Und damit würde sich das, und das ist eigentlich auch ganz gut, weil wenn du die Domäne änderst oder sowas, dann ist das dynamisch und ändert sich mit, wenn du quasi da rumfummelst dran. Na? Du kannst ja die Domäne ändern, aber dann tut er die ganzen, also was er halt im Endeffekt macht, lass uns das gerade mal angucken. Wenn du hier mal reinguckst, da siehst du genau, wie es funktioniert. Na? Das ist quasi die ganzen Domains und da siehst du, wie es umleitet. So, wenn ich jetzt hier help.sysops.de mache, ich jetzt hier hilfe.sysops.de draus, dann ist der Pfad, wo es eigentlich drin liegt, bleibt. Und damit ist da, deswegen ist so ein absoluter Pfad mit der Domäne völlig blöd, was ich gerade gemacht habe auf Deutsch. Aber für euch Bande, für euch Zindel da draußen reicht's. Na? So, kann ich wieder alle aufregen. Oh, Christian ist hinter. Das ist gut. Jetzt hat es da wieder Geschimpfe gegeben. Wenn Christian und Alex da sind, kriegst du wieder gleich einen auf den Sack, du. Okay, weiter geht's. Schön. Also, ich sag mal, der hat da keinen Bock drauf. Na? Also, das kann nicht sein, dass wir jetzt wegen dem Pfad natürlich nochmal den Punkt ENV anpassen müssen. Dass da irgendwo public keymy 1 höher .env. Ja, wir haben keymy Ordner, genau. Dass du da irgendwie nochmal den Pfad anpassen musst, aber ich glaube, da steht er gerade so. Also irgendwo wird es wahrscheinlich drinstehen, wo der das gerne hätte und da hat er keinen Bock drauf. Nee, das hast ja nur mail or from, das ist ja die Standard-E-Mail-Adresse. Like, kopier doch den public in /web. Nee, der wird ja immer wieder neu generiert, wenn es blöd läuft. Das ist ja nicht mehr supportfähig, ne? Also man könnte auch eine Weiterleitung hinmachen oder sowas, ginge auch. Ne? Aber irgendwo wird ja hier vermutlich stehen, cut stern crap, warte mal, crap public oder ja, crap public. Irgendwo wird es ja, ah, das ist eine ganze Menge da drin, ne? Kann das sein? Ja, weiß nicht was, du machst gar keinen Cut. Ja, stimmt, cut stern. So. Gucken, ob es irgendwo hart gecodet drin ist oder sowas. Ja, funktioniert anscheinend nicht. Also, das würde jetzt der Laie, würde jetzt hergehen, würde halt da irgendwie eine Umleitung halt reinmachen halt, ne? Weil er es nicht besser weiß. Gut, müssen wir nicht klären. Auf jeden Fall wäre mal zu klären, wie mache ich denn das, wenn ich das gerne auf einem anderen Root hätte. Ich nehme es jetzt wieder raus. Also, das wäre jetzt der Ansatz, wenn die Software nie pingelig wäre, dann würde man das so machen an der Stelle. Dann gucken wir uns mal Keymy an. Ja, oder welches, man müsste auf jeden Fall wissen, welches Skript der Webserver starten muss. Ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Jetzt nicht gerade in den Public-Ordner rein. Das ist ja genau der Punkt, weil normales hast du ja dann packst du die Scheiße aus dem TAR, da hast du einen Config-File, schreibst die SQL-Daten rein und dann geht das. Ne? Hier, fragt mal hier diesen Kollegen hier von Nextcloud. Der hat einen ganzen YouTube-Kanal damit gemacht. Ich entpack's und geht das. Hui! Ja, geht halt hier nicht. Ne? So. Also gut. Ich gebe jetzt auf an der Stelle. Prinzip ist verstanden. Es ist ein First Look heute und wir gehen jetzt wieder auf keymy2/public. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das nach draußen gelegt kriegen. Keymine hat schon wieder Auto korrigiert. Keymy2/public. So, Username war Christian, glaube ich, ne? Und jetzt kann man hier mal als Admin reingehen, kann mal gucken, dass man mal so ein Gefühl kriegt, ob das Spaß macht oder nicht. Also ich fand es letztes Mal, ganz ehrlich, Zeiterfassung macht nie Spaß. Ne? Also das, was hier wie so ein Videorekorder hier oben aussieht, ich muss mal meine Kamera, das ist wohl die Zeiterfassung. So, Project Activity, also muss ich jetzt ein Projekt eingeben, also ist Arbeit, Aktivität. Muss erstmal ein Projekt haben. Ja, aber wie kann ich eine Zeit erfassen ohne Projekt? Ne? Ja, da sind ja gar keine Daten. Wenn du das Ding überhaupt erstmal füttern musst, bevor du Daten erfassen kannst, ist ja auch schon mal doof. Ne? Ja, genau, das ist ja die Frage. Ich meine, klar, du musst natürlich die Mitarbeiter alle haben, sozusagen, aber die müssen auch einfach so drauf los erfassen können. Aber gut, erst Kunden, guck mal, das siehst du ja genau, ne? Da kommen die Leute schon aus ihren Ecken raus. Der Matthias sagt, erst Kunden, Projekte und Tätigkeiten anlegen. Also, warum Kunden? Ich meine, wenn ich doch irgendwo da arbeite, ganz normal hier mein Kanalputzarbeiter, ne? Ich leiste mir einen Kanalputzarbeiter, der putzt bei mir immer den Kanal. Wenn der Kanal nicht gut ist,
geht er da einmal durch den Kanal durch. Ne? Also der fängt quasi bei YouTube.com an, fängt bei /channel-susops an zu putzen, geht dann nach unten bis zu den versteckten Videos. So, wenn der jetzt seine Zeit erfassen müsste, dann fing es ja schon mal an, dass wir eigentlich irgendwie auch mal die Sprache ändern müssen und so weiter. Ah, was hat mir da wieder angetan? Fass ohne Boden. Gibt es hier sowas wie Language? Ah, hier unten. Country. Currency. Alles Deutsch. Ja, notfalls machst du ein Projekt halt, ne? Ja, vermutlich, ne? Also, ja, jetzt mir. Ordnest alles dem einen Projekt. Deutsch, Schweiz. Ja, genau. Ja, bei Hustenreiz hat sich schon oft bewährt. So. Alles klar. Safe. Und jetzt ist es immer noch Englisch. Okay. Display-Color. Black. Wahrscheinlich musst du die Weil wir machen auf jeden Fall viel neu laden. Also wir machen sowas. Viel Schwarzarbeit hier bei Susops. Dem mache ich jetzt mal schwarz. So. Okay, Christian. Kennwort. Er hat immer noch /en als Sprache. Warum? /public/en. Ich will aber nicht. /de haben. Und leitet nicht um oder so. Beschissen. Okay, ja, alles geht. Klar. So, Kunden. So, Kunden. Kunden hier. So, was haben wir hier? Pfanne, Auge, Pyramide, Illuminaten. Ganz klar. Illuminaten-Software, ich sehe hier was. So, Sysops. Farbe. Orange natürlich. Sysops immer orange. Orange bis Gold. Beschreibung, voll gute Sysops. Adresse und so weiter. Also ich meine, das ist natürlich jetzt für eine normale Zeiterfassung ein bisschen viel. Gut, man muss die Anleitung lesen. Ne? Muss die Anleitung lesen, ist klar. Also da ist ein Betriebskonzept hinten dran und damit es ein bisschen skaliert und du verschiedene Arbeitsweisen, die er wohl sich aus verschiedenen Firmen geholt hat, da abbilden kannst, muss das Ding natürlich ein bisschen mehr können an der Stelle. So, dann haben wir Projekte. So, keine. Aber ich kann doch jetzt mit jedem neuen Mitarbeiter. Gut, okay. Ja, wir machen dann noch einen zweiten Mitarbeiter gleich mal. Projekt. Arbeiten. Kanal putzen. Kanal arbeiten. Kunde. Sysops. Okay, alles klar. Eine Farbe muss auch jedes Mal machen. Ja, die habe ich ja schon bei Sysops schon gemacht. Ja. So, jetzt machen wir hier mal einen neuen User. Username. So, ja, wahrscheinlich brauchst du nicht jedes Mal einen User erstellen. Du brauchst jetzt nur den Administrator. Nee, ich brauche mal einen doofen User. Nee. Vielleicht kann ich ihn hier auch anlegen. Ja. Einen doofen User, der hier das mal. Sind die Admins jetzt halt. Nee, ich mach jetzt ohne Admin halt, ne? Ja. So, Torakel. Der macht bei uns einen Kanal. Torakel Info at User sind Mitarbeiter. Ja. Denke ich doch, ne? Info at dastorakel.de. So. Ich muss mir die Domain noch sichern. Der ist auf jeden Fall immer sehr blass, also eher grau. Also sogar fast ein bisschen hier Silver. So, Thorsten. Silver muss der eigentlich für. Und dann hier mal. Für Matthias überlassen. Ja, Silbersäure, genau. Ja. So, okay. Können wir dann mit dem zweiten Browser mal gucken, wie das dann aussieht für so einen Mitarbeiter? Ich meine. Soll ja angeblich ja noch iOS geben, alle. Können wir auch mal gleich gucken, ob das so einfach funktioniert. So, das heißt, was hat er hier für ein Problem mit dem Kennwort? Sagt er, werde Passwort definieren. Ich habe eigentlich eins eingegeben eben. So, okay, alles klar, speichern. Jo, das sieht gut aus. Und jetzt könnte ich ja mal im Endeffekt hier diese URL nehmen. Und also fast diese URL nehmen, könnt ihr jetzt mal hier im Safari mal eingeben. Also wir hätten jetzt mittlerweile, haben wir jetzt hier unseren Pfad angepasst, dass alles hübsch ist und so weiter. Und was war das Torakel oder was? Thorsten? Ich glaube, es war einfach nur Thorsten, ne? So, und dann Kennwort, zack. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ja, ich habe vergessen, wie der User heißt. Scheiße. Groß-Klein vielleicht das Problem. Benutzer, der will bestimmt ein großes Thorsten haben, ne? Da geht schon los. Also das ist ja immer so die Gefahr. Thorsten, so. Das kannst du ja dann zuschicken lassen über deine neue Domäne.
Ja, bin ich bescheuert, siehe Url. Torakel. Ja, ja, okay, alles klar, Torakel war es. Torakel. So. Gut, okay, das machen wir dann eh mit LDAP. Eh wurscht, ne? So, jetzt bist du da, jetzt wirst du geknechtet. Das hast du geschuftet und dich ruiniert gesundheitlich. Jetzt musst du sagen, was du gemacht hast. Dann gehst du da oben drauf. So. Ah, das ist doch schon scheiße. Na, also Entschuldigung, das ist Produkt mit Sicherheit toll, aber das muss man irgendwie anders hinkriegen, lieber Frank. Na, also lustiger. Ja, normalerweise einfach nur. Es gibt keine Transponder Tätigkeit. Irgendwo dran. Ja, putzen. Ne, Transponder irgendwo ranhalten und los geht's. Ja, aber ne? Jetzt hat er gearbeitet hier heute von keine Ahnung, also das jetzt. Ist doch von 12 bis halt jetzt. Aber warum? Er müsste doch eigentlich, wenn ich erfasse. Für mein Verständnis so wäre ja, damit erstellst du jetzt anscheinend ja zwei Buchungen im Prinzip. Weil nee, du von bis da drin hast. Ne? Ja, aber dann wäre doch die Bis-Zeit, die aktuelle wäre doch geil, wenn die gerade da drin stehen würde. Verstehst du? Jetzt muss ich mir überlegen, wie spät es wieder ist. Also, das wäre doch gut, wenn er mir den Feierabend schon vorschlagen würde. Na, weil nach Feierabend buche ich die Zeit, dann brauche ich mir die Startzeit als jetzige Zeit eintragen. Ja? Also. Das verstehe ich nicht ganz gerade. Und ich kann auch hier keine Tätigkeit irgendwie auswählen, habe es mit Sicherheit verkackt an der Stelle. Ja, es gibt keine Tätigkeit, also geht auch nicht. Also das ist auf jeden Fall schon mal für so eine ohne Zeit eingeben und dann wieder stoppen. Mhm. Achso, das heißt, du startest die, das ist so eine Stoppuhr und dann machst du wieder zu. Ich sag's doch, erst alles anlegen. Ja, du Klugscheiße. Seh dich morgen. So. Online. Zur üblichen Zeit. So, morgen mal hier Sophos ablösen. Ja gut, deswegen heißt es hier offen. Also was haben wir jetzt hier? Tätigkeit. Meine Güte, hey, ist ein Scheiß. Also nicht das Produkt ist mit dir cool. Ich muss schon wieder viel zu viel machen. Also ich sage, hey, wann hat der gearbeitet? Von bis, muss ne, so Standardding. Ja, putzen, was weiß ich. Ne? Beschreibung, Budget, Project, habe ich alles nicht. Also klar gibt es Leute, das ist, keine Ahnung. Das also, für mich sieht das eher so nach sowas wie ich beim Ticketsystem mache. Ne? Von wann bis wann habe ich in welchem Projekt mit welchem Kunden gearbeitet? Cool. Aber so die normale 0-50 Zeiterfassung muss ja auch irgendwie, genau. Christian Müller, schau dir meinen Vorschlag an, ist was du willst. Ja, genau. Christian hat eine andere Zeiterfassung vorgeschlagen, die gucken wir uns heute nicht mehr an. Na? Okay. Ja, small.li war das, glaube ich. Ja, ne? das können wir uns ja auch nochmal angucken, aber nicht heute. Jetzt müssen wir es mal hier versagen. Ja. Bevor wir woanders versagen wir hier. So, ja, okay. Jetzt gehen wir wieder ins Torakel rein. Okay, jetzt muss ich wieder neu machen. Also, das wäre jetzt wohl so gedacht, dass du halt sagst, ich fange jetzt hier an. Und so, putzen, Beschreibung, Schlagworte, speichern. Jetzt hat es noch keine Endzeit. Ne? So. Jetzt können wir ja mal gucken im Prinzip, ob wir nicht irgendwie hier auf dem iPad, wenn ich das iPad auf dem Monitor finde, nee, finde ich nicht, 5% Batterieleistung. Na, herzlichen Glückwunsch, da hat wohl einer, ich, vergessen Stecker wieder reinzumachen. Das müsste sein auf Kamera, nee, dunkel. Das ist doch hier, wieso macht denn der kein Bild? Augenblick mal, das weiße Kabel ist auf der... 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Cyberpunk wäre wohl ein gutes Video für mich, steht da. Nein. Cobra Kai, das ist die einzige Serie, die man gucken will. Gucken Sie jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich. So, wisst ihr, da wird Karate gemacht, wo vorher kein Karate war. Also das iPad hat nicht genug Saft gerade für ein Live-Ding. Dann werden wir das Ganze mal vielleicht mal versuchen. Ah, Maike schreibt, du bekommst dafür kein Link. Achso, okay, das hätte so nicht in die Sendung gesollt. Okay, dann vielleicht anders. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Kann ich jetzt. Okay, haben wir es falsch verstanden. So, dann haben wir das App Center. So, also Maike jetzt gerade mal in die Chatten, das passt gerade nicht. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier. Jetzt gab es hier auch ein Update. Mitteilungsbedarf. Jetzt gab es ja auf KeyMy, gab es ja auch irgendwie hier so KeyMy Tracker 1,99. Okay, den können wir uns jetzt ja mal kaufen.
Aber es ist auch ein Tracker wieder, ne? Das heißt also, du wirst halt irgendwie wieder sagen, ah, okay. Gut, können wir nicht testen, ich habe mein Passwort gerade wieder nicht. Zwei Faktor und Co. Wir schauen mal. Also das läuft hier die ganze Zeit, aber man kann auch mit Sicherheit nacherfassen. Also man kann mit Sicherheit einfach eingeben und man kann jetzt sagen, ich bin jetzt hier fertig. So, wie kann ich dem jetzt sagen, dass ich hier fertig bin? Da müsste man hier normalerweise dann einen Knopf haben, sagen. Wahrscheinlich Browser beenden. Schließen oder hier, was hier meinst du? Hier ist beenden. Okay. Okay, Zeiterfassung wurde gestoppt. Haben wir jetzt hier gehabt 3 Minuten. So, okidoki. Dann haben wir jetzt das erfasst. Also, Christian sagt schon, er hat ja was anderes. Nimm lieber die neue App Key My Mobile. Ja, kann ich jetzt auch gerade nicht machen. Wieder oben auf die Stoppuhr klicken geht auch, schreibt der Matthias. So, jetzt gehen wir mal wieder auf die Administrationsebene zurück und gucken jetzt mal, was wir hier haben. So, gut, jetzt könnte ich mir halt gucken lassen, was die erwirtschaftet haben. Dazu müsst man halt wissen, je nach Projekt und nach Kunde. Klar, logisch, klar, wenn ich meine Kunden kenne, kenne ich meine Stundensätze, meine Projektpreise, alles drum und dran. Dann kann ich halt hier sehen, was der Mitarbeiter erwirtschaftet hat. Aber darum geht es ja im Endeffekt eigentlich viel zu viel an der Stelle. Ne? Und dann müsste es ja irgendwo die Auswertung geben. Matthias, du kannst ja auch, ne? meet.sysops.de/torakel, da kannst du mit mir mal vielleicht doch gerade erklären, was man hier noch rausholen kann. Ich will es ja gar nicht so weit hier ausüben. Also Punktum ist auf jeden Fall, da ist viel, 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 viel möglich. Du kannst dann User anklemmen, du kannst viel erfassen, es gibt mobile Apps, du kannst vermutlich verdammt viel abwickeln, auch Dinge, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Radar hast, die du vielleicht brauchst, Anforderungen, die du hast, hier abwickeln, Pausen, alles drum und dran, mit Sicherheit möglich. Ob die Anwender das mit der Erfassung so gut hinkriegen, also wenn ich das jetzt meine Reinigungshilfe geben würde, das der Matthias ist da. Matthias, Rückkopplung. Mach Video aus, Matthias. YouTube aus. Ist aus. Jetzt, okay, jetzt hat's, das hat gerade eben noch nachgepfiffen. Hallo, lieber Matthias. Hi. Was kann also das, was du vermutet hast, ist auch so. Das Ding ist eigentlich nur zum Tracken von Projektarbeiten bei deinen Kunden. Mhm. Also im Prinzip das, was du im Zamat machst. Dafür ist das Ding wunderbar geeignet, aber für eine reine Zeiterfassung ist das Overkill. Okay. Das heißt also, dann müsste man uns bei nächster Gelegenheit nochmal, ich meine, bei uns geht es ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwas hier zwingend zum Laufen kriegen müssen. Aber wir gucken uns das mal an. Ne? Wir haben jetzt heute wieder gelernt, es gibt hier diesen Composer, den ich vorher gar nicht konnte. Wir haben Leute wieder gezeigt, es gibt ISP-Config, mit dem du sehr, sehr schön Webseiten verwalten kannst. Und wie man so eine Webseite anlegt. Wie ist das andere Ding? Ich komme gerade die... ich habe gerade den Link von dem Christian Müller gerade nicht. Habt ihr den gerade? Small.li war das. Small.li. So, Moment. Also das gucken wir uns jetzt aber nicht großartig an. Das wäre für ein neues Thema. Das schaue ich mir dann vorher an. So, Smalltime. Na? Download und Preis. Also gut, was haben wir hier? Genau, das sieht dann wesentlich simpler aus wahrscheinlich und du kannst halt irgendwie, du musst ja dem Mitarbeiter irgendwie die Möglichkeit geben, dem das erfassen, es kann eine Karte sein oder ein Chip oder irgendwie auf eine Webseite mit Login ist schon eine ganz schöne Hürde, ne? Die ganzen Dinge anzulegen. Also ich glaube, jetzt für uns wäre das mal wieder too much gewesen, befürchte ich. So, gucken wir mal, was das Ding nochmal grob, dass wir mal schauen, ob sich das rentiert. Download und Preis, GitHub. License, GitHub Link, Spenden. Also es kostet wohl nichts. Installation. Ja, auch Xamp, das ist ganz alte Schule hier. Xamp ist ganz alte Schule. Oh yeah. Ja. Also wenn du Agenturen hast, die Xamp benutzen, dann gleich mal weiträumig umfahren. Ne? So, Linux mit GUI, okay, alles klar. Also Dateien kopieren. Data, Import, Debug und so weiter, lokalen Webserver starten, Webseite starten geht. Bedenken Sie daran, das Admin-Passwort zu verändern. Zeiterfassung. Okay, also wer hier schon mal vorne weggucken möchte, Tipp von Christian Müller und da kommen nur gute Tipps aus der Ecke. Vielen Dank für das Ganze. Dann lass noch mal einen letzten Blick reinwerfen. Gut, wir haben ja schon mal gesehen, was für Plugins alles gibt. Aber würden wir jetzt hier so eine simple, hier schreibt gerade noch wie heute nicht mehr. Früher war jetzt auch
jetzt bei dir dann erst das Warm-up durch. Wie heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin schon operiert heute. Schnauze voll. Würde man jetzt hier, also kriege ich jetzt hier eine Zeiterfassung hin, die ich meine Reinigungshilfe, die froh ist, dass sie WhatsApp bedienen kann, umgesetzt kriegt? Nein. Ach, guck mal hier, der ist am Meer jetzt plötzlich. Krass, du bist am Meer plötzlich. Ja. Kannst du es auch teilen? Gut so. Also das ist nichts, ne? Okay. Und würde dafür ich ist es nicht geeignet. Es gibt aber, falls du, weil du eben sagtest, wenn du Chips hast oder ähnliches, gibt es ein hervorragendes, kostenloses Programm namens Q-Time. Q-Time, also das sammeln wir alles nochmal. Wir gucken uns das alles mal nacheinander an, aber nicht mehr heute. Ja, für jeden, der unbedingt was mit irgendwelchen RFID-Chips oder so machen muss, ist das eine sehr gute Geschichte. Der muss aber natürlich erstmal irgendwelche Hardware haben. Genau, wenn du jetzt natürlich sowas Simples hast, wie jetzt hier Christian gesagt hat, da kannst du natürlich dann gnadenlos hergehen, kannst dann sagen, Adresse ist links kopieren, ich mache jetzt auch mal ganz schnell, weil es nicht lassen kann. Ja? Gehst hier jetzt mal auf deinen UCS-Server, Ware www, ja, dann hast du halt hier dann mkdir, wie heißt das Ding, Small Time. Small, ich mach einfach mal Time. Ne? Oder irgendwie so. Und da gehst du halt, und das Ding ist ja völlig schmerzbefreit. Und da kannst du hier halt runterladen und dann hier Unzip, Masterzip und auf die rechte scheißt der wahrscheinlich eh. Und jetzt guckst du da mal rein, was da liegt. Okay, dann muss das doch mal wieder eins höher, damit das, ja, das sind direkt die PHP-Dateien. Schaust gleich wieder raus und kannst jetzt hier die, theoretisch diese Seite gleich time. Ne? Das müsste, also das ist natürlich, nee, es geht ja schon mal nicht. Warum geht das nicht? War www.time. Eigentlich sollte das gehen. Weiß nicht, welcher User? Was haben wir denn hier? Masterzip, Images, Robots. Musst du www.data oder wer muss das sein? Nee, eigentlich ist das richtig hier. HTTPS, OCS, Time. Und dann sollte das eigentlich gehen. Das können wir aber testen, ob wir hier im richtigen Film sind. Es kann ja sein, dass ich irgendwo falsch liege. Das ist mir schon wieder der Chat. Unter welchem User läuft denn der Webserver? Das ist wurscht bei der Kiste, das kann der erstmal. Der ist da völlig schmerzbefreit. Ich guck jetzt mal, guck hier ist ein Changelog, damit kann man es erstmal testen, ne? Wenn man es nicht weiß, dass wir im richtigen Film sind. Also wir sind im falschen Film. So, dann gehen wir mal gucken, dass die Leute, weil es gibt ja Leute, die kennen sich damit ja nie aus, und dann gibt man denen mal eine Idee, wie man da vorgeht. Deswegen muss da immer ein bisschen, ne? Apache und dann hier Error-Log. Da würdest du hier sehen, da HTTP Access Options not allowed hier. Also da hat er kein Bock drauf. Also dann ist es doch nicht so einfach getan, mit da eben mal kurz das da draufhauen. Ich kann jetzt mal das .htaccess mal hier .htaccess mal hier löschen, weil ich behaue das eh klar wieder weg. Nee, stopp. RM time und dann .htaccess. Die Leute sollen ja eine Idee kriegen, wie man mit sowas umgeht. So, hier ist die Changelog. Guck, also die .htaccess hatten hier gestört und ja, also hier ist auch schon Smalltime da. Und jetzt wird es auch irgendein Login geben dazu, irgendein Standard-Login. Also, ja, Admin 1, 2, 3, 4. Ist das wirklich so? Nee. Stempelzeit erfasst? Okay. Also, ja, da muss man irgendwo das Ganze nochmal. Also wir machen das heute nicht. Das geht jetzt erstmal nur darum, dass natürlich da die Hürde, das zu installieren, natürlich viel, viel niedriger ist, die Einstiegshürde. Ne? Und schon ist wieder weg. Also jetzt haben wir es mal gesehen. Wäre auch nur ein Blick wert. Wir warten jetzt erstmal die Lage ab und ich werde jetzt hier mal das ganze Thema, was hier reinkommt, mal einfangen und dann nochmal berichten in einem intensiveren Test mit einem Produkt, wo ich auch die Zeiten will. Also wir sagen immer so, ja, 50 User so als Maßstab, muss das praktikabel sein. Johannes W., ich komme aus der Branche, bin in der Entwicklung von Zeiterfassungssoftware tätig. Das meiste, was taugt, kostet Geld. So, unten auf Admin klicken. Nee, mache ich jetzt nicht. Kein Bock. Und dann ist halt die Frage, wenn es jetzt so ein kleines Ding ist, kann das zum Beispiel LDAP. Ne? Also kannst du hier mit dem Ding, musst du jetzt einen User doppelt pflegen, musst du jedem das einzeln geben, ist es sicher, wird es abgedatet und so weiter. Ich meine, wenn du es mal rausgerollt hast, du kannst in allen 5 Tagen deinen Mitarbeitern sagen, wie sie ihre Zeit zu erfassen haben und du musst es auch auswerten. So, er sagt,
nein, kann es nicht. Sind wir wieder bei, ganz klar wieder bei Kimai. Und da muss man vielleicht dann doch gucken, dass man sich mit Kimai arrangiert. Hast du 200 User? Wie kriegst du 200 User-Konfiguration? Kaufen jetzt 200 User für 2 Euro die iOS-App oder quälen die sich über den Browser? Wie geht man davor? Fragen über Fragen. Und mit diesen Fragen... Ja, gut, man kann wahrscheinlich, wenn man selber was bauen will, ne, dann, das nee, kann man wahrscheinlich nicht easy machen. Nee, weil wir haben noch was anderes als Zeiterfassung. Eigentlich wollte man ja gar keine Zeiterfassung machen, um an Anfang nochmal zurückzukommen. Ne? Deswegen ja, genau. Würde ich jetzt hier mal sagen, wir lassen es jetzt hier mal dabei und warten jetzt mal auf das Feedback unserer Zuschauer, was da kommt. Und dann suchen wir uns was aus und vermutlich wird es wieder Kimai sein. Mir gefällt es einfach ganz gut, nur dass halt too much ist. Und Mock muss mal wieder weg. Odo schreibt, also das könnt ihr mir alles per Mail schicken. Ich gucke mir das an, dann machen wir einen First Look oder einen Second Look auf das Kimai und dann gucken wir mal, dass, bis das Ganze umgesetzt ist, dass wir dann quasi hier eine Empfehlung haben und sich viele Zuschauer einfach einen Haufen Zeit sparen. Wir haben jetzt einfach mal die Fakten hingeworfen, First Look. Näheres bald auf diesem Kanal. Simple muss es sein. Genau. Ja, eben. Und diese Erfassung, die wir da eben hatten, das war, also das kriegt hier meine Susi nie hin, schlicht und ergreifend. Ne? Das weiß ich. Ah ja, genau. Die Seite ist mittlerweile ja auch wieder deaktiviert. Die geht nicht mehr. Thorsten, vielen Dank, du hast mir sehr weitergeholfen. Ja, gerne. Ich muss mal meinen Hund holen jetzt gleich. Und hier auch mal Stimme, irgendwie Tee oder irgendwas. Das ist, dieses Post-Covid ist einfach nur nervig. Mein Bekannter hat gemeint, der ist ja Heilpraktiker, hat gemeint, also man kann bis zu 3 Monaten rechnen, dass einem diese Scheiße am Arsch klebt. Und dann ist man eigentlich auch schon wieder bereit für die nächste Infektion. Ich freue mich. Liebe Leute, schön, dass ihr da wart. Wir, also auch nochmal an den Matthias, ist der Matthias eigentlich noch da? Also muss ich mal ganz kurz hier, wo ist denn hier der Chat? Der Matthias ist auch noch da. Ja, stumm geschaltet, aber ja. Jetzt nicht mehr. Okay, ist abgehauen. Okay. Vielen Dank, lieber Matthias, auch an dich, dass du uns hier weitergeholfen hast, der Hutchef. Ich gebe mal einen Daumen, habe aber nichts gesehen. Sehr schön. Ich kämpfe seit Ostern mit den Nebenwirkungen von Covid, der Achim Kröger, ja. Und dann auch dir gute Besserung. Das bleibt nie aus. Also irgendwie der Arzt heute hat auch irgendwie gemault, der hätte auch irgendwie einen relativ miesen Verlauf gehabt an der Stelle. Und ja, bei mir ging es eigentlich einigermaßen. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer. Wir hören uns dann später im Matrix-Chat oder spätestens wieder am Donnerstag. Thorsten, ich klinge mich aus. Schönen Abend. Ja, wünsche ich auch. Na, bis dann. Tschüss. Bis dann. So, und dann euch allen schönen Abend. Ciao, ciao. Oh.